Deutschland hat die schlimmsten Städtenamen auf der ganzen Welt. Ich bin am Wochenende von Berlin nach Saarbrücken gefahren und ich bin an Orten vorbeigekommen, wo ich mir dachte, das kann nicht deren Ernst sein. Das ist jetzt kein Witz. Alle Städte, die ich jetzt aufzähle, existieren wirklich. Drogen. Wer hat das vorgeschlagen und wieso ist das überhaupt erlaubt? Petting. Das ist Gigasass, aber wer benennt einen Ort nach einem Vorspiel? Was passiert in dieser Stadt? Oberhässlich. Nein, wir reden nicht von deinem Spiegelbild. Elend. Du kannst mir erzählen, was du willst. Du wirst mich niemals davon überzeugen, dass es eine einzige glückliche Person gibt, die im Elend wohnt. Kotzfeld. Stell dir vor, du wohnst da. Wie erzählst du einer anderen Person, dass es eine richtig schöne Stadt ist? Das geht einfach nicht. Mein Code. Krätze. Lass uns doch die Stadt nach einer Hautkrankheit benennen. Ja, Mann. Buxtehude existiert wirklich. Ich kannte das nur von meinem Papa, wenn er erklärt, dass etwas im Nirgendwo liegt. Es liegt in Buxtehude. Ich dachte, der hat sich das ausgedacht. Kuchen. 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 Ich kann das alles nicht mehr. Schreibt in die Kommentare, wo ihr herkommt und falls ihr ein paar zwei wollt. Und jetzt folgt mir doch endlich.